In diesem Video möchte ich mit dir über ein Thema reden, das für die Selbstreflexion meiner Meinung nach unentbehrlich ist und was ich für unglaublich wichtig halte. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mal wieder ohne Skript, nur mit einer Idee, die ich im Kopf habe. Kam mir heute auch ganz intuitiv, das Video aufzunehmen. Es soll um das Thema gehen, das Außen als Spiegel und Projektion. Ich bin ja ein Mensch, der sehr viel selbst reflektiert und das auch für so ziemlich die wichtigste Eigenschaft eines Menschen halte, wenn nicht sogar die wichtigste. Und ich möchte ein bisschen was zu diesem Thema sagen, was vielleicht ein bisschen mehr Verständnis bringt in Bezug auf Außen- und Innenwelt und wo man die Probleme löst. Ja, es könnte ein bisschen, je nachdem, wo du stehst, könnte das vielleicht ein bisschen weit weg klingen. Aber versuch dich einfach mal darauf einzulassen. Ich versuche das auch möglichst mit praktischen Erfahrungen oder also mit Beispielen, die ich erlebt habe, zu untermauern und dass es für dich auch ein bisschen greifbarer wird. Weil das sind ja schon Gefilde manchmal, die so sehr spirituell sind, sehr vergeistigt. Und da muss man sich auch erstmal ein bisschen ranfuchsen, sage ich mal. Ja, grundsätzlich, wenn man ein Problem sieht, kann man sich ja mal die Frage stellen, wie löse ich dieses Problem? Und ich sage mal, ein Ansatz der nicht ganz so bewussten Menschen ist, einfach ausgedrückt, das Problem im Außen zu lösen. Da gibt es vielleicht den Feind, der bekämpft werden muss. Und wenn der dann bekämpft ist, dann ist das Problem gelöst. Oder da gibt es vielleicht die Machtelite und die bösen Menschen im Hintergrund. Und wenn die endlich mal von ihrem Thron runter wären, dann wäre das Problem auf der Welt gelöst. Das ist ja ein Ansatz, wie man es machen könnte. Verständlich auch. Die andere Richtung, auf die ich jetzt aber hinzeigen möchte, ist nach innen zu gehen und sich vor allem auch mal die Frage zu stellen, was hat das hier mit mir zu tun? Denn ganz, ganz grundsätzlich bin ich der Meinung, alles, was du im Außen wahrnimmst, jede Erfahrung und vor allem die Dinge, die dich triggern, die dich wütend machen, die dich aus deiner Balance bringen. Gerade die haben etwas mit dir zu tun. Die Erkenntnis kam mir, ich sag mal, relativ spät in meinem Leben. Und ich, ja, möchte dir aber zeigen, wie wertvoll es ist, wenn du das, zumindest diese Sichtweise, mindestens mal ausprobierst. Ja? Also es ist ja nicht, ich will ja nicht sagen, übernimm sie langfristig, sondern probier sie mal aus und schau mal, ob dich das näher an die Wahrheit bringt oder nicht. Beispiel. Es gab mal eine Zeit, wo ich mich über meine Mitbewohner ein bisschen aufgeregt habe, dass die ihr Geschirr zum Beispiel nicht abräumen, sauber machen, wie auch immer. Und da dieser Gedanke, was hat das jetzt mit mir zu tun oder auch welchen Anteil davon habe ich in mir, da das gerade so in meinen Gedanken geschwirrt ist, habe ich das direkt mal darauf angewendet und festgestellt, ja. Ich mache das ja ganz genauso. Und ja, es ist tatsächlich besser geworden, als ich das Problem dann in mir gelöst habe. Ja? Also ich habe mir mehr Mühe gegeben, die Sachen also schneller wegzuräumen oder wie auch immer. Und ja, dann war das im Außen oder die Menschen, die ja nicht ich sind, ja. Also das Außen hat dann weniger Probleme produziert. Das wäre ein Beispiel. Also stell dir die Frage, was habe ich damit zu tun, wenn dir eine Situation begegnet, vor allen Dingen, die dich wirklich ärgert, aufregt? Wir sind dann ganz schnell dabei zu sagen, die Politiker oder die. Frag dich, welchen Anteil davon hast du in dir? Es ist ja so, dass wir die
dass wir das nicht so sehen wollen, dass wir diese Anteile auch in uns haben. Ja? Und deswegen sind es immer die bösen anderen, auf die wir das dann entweder projizieren müssen oder ja, denen wir einfach die Schuld in die Schuhe schieben. Irgendwann habe ich aber mal gelernt, dass es da diesen Spruch gibt, der sinngemäß so geht. Er oder sie ist so, genauso wie ich. Ja, meinetwegen. Er oder sie ist so unbewusst, genauso wie ich. Er oder sie ist so rücksichtslos, genauso wie ich. Nicht zu sagen, dass das quantitativ vom Ausmaß her genauso stark wäre wie bei dir, aber der Anteil, also Entschuldigung, die Qualität, die hast du sicherlich auch in dir. Und ich denke, dass es Sinn macht, da einfach mal hinzuschauen und es anzunehmen. Denn meiner Meinung nach gibt dir das Leben, also das Leben ist meine Ansicht, ist immer für dich da. Du hast das gesamte Universum hinter dir. Du hast das gesamte Universum hinter dir. Du hast einen unglaublich wohlwollenden Gott oder eine höhere Intelligenz hinter dir, die für dein Wachstum da ist. Ja. Und wenn man das erstmal versteht, versteht man auch, dass das, was uns im Außen irgendwie stört, nur ein Spiegel ist. Das ist ja der Kernpunkt dieses Videos. Es hängt immer alles von deiner Sichtweise ab. Und das Leben gibt dir diese Situation, damit du wächst. Damit du Dinge verstehst und erkennst. Und ich bin noch nicht, also ich kann diese Aussage vielleicht noch nicht 100% treffen, aber sie geht in die Richtung, dass ich sagen würde, es ist immer. Also alles, was du siehst, ist nur für dich und nur für dein Wachstum da. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob es dazu auch irgendwelche Ausnahmen gibt. Aber mir fallen spontan jetzt nicht so viele ein. Ja? Also alles, was du als Geistesobjekt betrachten kannst und untersuchen, du kannst immer also wenn du dir die Frage stellst, was es mit mir zu tun hat, dann, also nicht mit mir, sondern mit dir. Was hat das mit mir zu tun? Dann wirst du da immer irgendwie was finden. Und ja, ich finde halt, es geht auch um die Integration. Das ja, ist so ein Thema, wo man jetzt von Schatten spricht, ne? Oder von, ich sage manchmal auch die Leichen im Keller. Oder es gibt dieses aus der Mythologie, dieses in die Unterwelt gehen. Ob das jetzt psychologisch betrachtet, mythologisch, magisch, wie auch immer, ist eigentlich nicht so wichtig. Du kannst auch von Dämonen reden. Und ich meine jetzt langsam erkannt zu haben, dass all das im Prinzip nur verdrängte Anteile sind. Aber da sie nun mal Teil von dir sind, kostet es dich nur Energie, das zu verdrängen. Und weil wir das manchmal so gut können, wir sind Meister darin geworden, diese Dinge zu verdrängen. Oh, und ich kriege Gänsehaut, wenn ich das sage, weil es so wahr ist. Es ist so stark verdrängt, dass es ins Außen projiziert wird. Ja. Nun wird sicherlich je Mensch unterschiedlich sein, ob wir die Message eher verstehen, wenn sie im Außen ist oder an unserem eigenen Körper. Ja. Also es gibt ja die, ich sag mal, verschiedenen Ebenen, auf denen sich Verdrängtes manifestieren kann. Für mich beginnt es immer im Bewusstsein. Geist, wenn es da etwas gibt, was man nicht haben will, was man wegdrückt. Ich stelle mir immer vor, wie so einen großen Ball, so einen luftgefüllten Ball, den man so das Wasser runterdrückt. Das kann man machen, aber das kostet dich immer Energie. Und ja, willst du permanent diesen Energieaufwand haben? Willst du das permanent ausgeben? Ich will das eher nicht. Was muss man also machen? Man muss diesen Ball loslassen. Puh, und dann springt er nach oben. Also dieses Geistige wäre die eine Ebene, ne, dass wir es vielleicht psychologisch merken. Das andere wäre, und das passiert ja in vielen Fällen, wenn Menschen krank sind, es manifestiert sich im Körper als Krankheit. Auch da nur ganz kurz nebenbei, ne, auch die Krankheit ist für dich da. Ja, die Krankheit ist nicht gegen dich und dein Körper ist nicht gegen dich. Sondern da gibt es ja diesen schönen Spruch,
sagt der Geist zum Körper, mach du ihn mal krank, auf mich hört er ja nicht. Also wenn du es sozusagen im Bewusstsein, im Geiste nicht wahrhaben willst, nicht hören willst, dann wird es verdrängt in den Körper. Was aber auch passieren kann, und ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wann, wieso, weshalb. Wieso, weshalb, warum? Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, das nach außen zu projizieren, außerhalb deines Körpers. Wo sich dann wieder die Frage stellt, wo ist da eigentlich die Trennung? Ja, ich bin ja nicht mein Körper. Also ich bin ja, also fortgeschrittene Sicht, ja, ich bin ja das, was ist. Bin ja nicht mein Körper. Also von daher macht es gar keinen Unterschied, ob das jetzt in meinem Körper ist, in meinem Geist oder im sogenannten Außen. Letztlich ist nur die Frage, wie verstehst du es am besten? Genau, und diese Ebene gibt es eben auch, dass die verdrängten Anteile nach außen projiziert werden. Und dann sind es eben die bösen anderen, die schuld sind. Ja? Auf die kann man mit dem Finger zeigen. Und ja, wenn man den Schuss vorher nicht gehört hat, dann hört man es vielleicht jetzt im Außen. So lange, bis man das Thema dahinter erkennt. Ja, also das Leben fordert dich auf, hinzusehen. Ja? Und das ist auch, letztlich ist es so einfach. Egal auf welcher Ebene du es hast, sieh es dir an. Ja? Geh durch den Schmerz, durch das, was unangenehm ist, aber schau es dir einfach nur an. Es will gesehen werden. Ja, was wäre dann ein guter Vergleich? Ja, so wie vielleicht wie ein kleines Kind, das immer wieder zu dir ankommt und Aufmerksamkeit haben will und du drückst es, nein, jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht. Und du schiebst es jedes Mal wieder weg. Ja, aber ja, dann gib ihm doch halt sein Bonbon oder seine Streicheleinheit und dann ist es doch zufrieden. Also, du wirst nicht sterben, wenn du es dir anguckst. Und ja, es ist vielleicht unangenehm, das anzunehmen oder zu akzeptieren, aber das ist genau der Weg. Das ist halt genau das, was zu tun ist. Das merke ich halt immer wieder. Das ist also zumindest der erste Schritt, ja, in die Akzeptanz zu gehen und es zu sehen. Ein Kumpel von mir hat mal gesagt, ja, danke Olaf, dass sich dieser Satz so eingebrannt hat bei mir. Es will gesehen werden. So, genau, und diesen Satz kann ich auch nur so an dich weitergeben. Es will gesehen werden. Alles, was du nach außen projizierst, wo du dich über andere Menschen aufregst, jedes Mal, wenn du irgendwie den anderen einen Vorwurf machst, dann ist zu einem gewissen Anteil, machst du dir diesen Vorwurf selbst. Weil das, was dir begegnet, ist nun mal das, was, also du bist mit diesem Leben vielleicht mehr verbunden, als du es glaubst oder verstehst. Und dahinter steckt nach meiner Weltsicht eine unglaublich liebende Intelligenz, die nur für dich da ist. Auch ich, wenn du das jetzt hier hörst, das ist nur für dich. Stell dir das mal vor. Das Universum hat mich jetzt dazu gebracht, dieses Video aufzunehmen, nur für dich. Krass, oder? Und jetzt hörst du dir das an und sagst, ja, witzig, krass. Aber ob du es annimmst und wie du es umsetzt, liegt halt immer noch in deiner Hand. Ja. Also Zwang ist kein Mittel, das das Universum anwendet. Aber es will ja, dass es dir gut geht. Und deswegen wendet es zum Beispiel Mittel wie Krankheit an. Oder es bringt dir Menschen ins Außen, die dir Aspekte klar machen. Und ja, was halt passieren kann, je schneller du diese Aspekte erkennst, desto schneller verschwinden diese Situationen. Also manchmal wirklich ja auf magische Weise. Du sprichst die Menschen einfach drauf an, wo du gedacht hättest, wie soll sich das befrieden? Aber du siehst es, du gehst mit den Menschen in Kontakt, sprichst es einmal kurz aus und auf einmal ist es wie magisch gelöst. Ja. Oder eben, du löst diesen Aspekt in dir und es gibt im Außen dieses Problem einfach nicht mehr. Dann gibt es natürlich auch immer noch das große Thema der Projektion. Ganz wichtig, ganz elementar, vor allem auch im zwischenmenschlichen Miteinander, in der Kommunikation. Da möchte ich mal mit einem Beispiel starten, das ich in abgewandelter Form selbst so erlebt habe. Oder ich gebe einfach beide Beispiele. Das eine habe ich erlebt, das andere hat ein guter Freund von mir erlebt. Der Freund von mir hat zu seiner Freundin gesagt, ja, willst du mich hier veräppeln oder du hast ihn ja nur veräppelt oder irgendwie sowas. In einem neutralen Ton, also jetzt nicht irgendwie aggressiv oder so. Und diese Freundin ist dann total ausgerastet
wieso er denn das Wort veräppeln benutzen würde. Und dann kamen Vorwürfe und so weiter. Worauf es hinausläuft, erkläre ich gleich am Ende des zweiten Beispiels. Anderes Beispiel. Ich war bei Bekannten und habe, also da gab es ein Kind, was abgegangen ist. Also jetzt nicht Party, sondern vor der Geburt. So, und ich habe versucht, das zu beschwichtigen. Also ich bin ja sowieso ein Mensch. Ich gehe immer mit, meine Intentionen sind immer gut. So, da gibt es keine Boshaftigkeit, sondern was ich tue, was ich sage, ist immer dazu da, irgendwie was Gutes in die Welt zu bringen. Also habe ich auch sowas gesagt, mit dem ich beschwichtigen wollte. Wohlwollende Intention, ich sag mal, sanfte Worte, aber beim anderen, also bei der Frau, die jetzt ja gerade bei der das ganz frisch war, kam das wie ein Angriff an oder sie fühlte sich angegriffen. Und das ist mir auch hängen geblieben als Erlebnis, wo ich mir denke, ja, also ich habe seitdem wirklich verstanden, ich kann als Sender einer Botschaft die besten Intentionen haben und ich kann es so in so Seifenblasen mit Samthandschuhen anfassen und in pinken Flausch verpacken und es kann beim anderen trotzdem wie ein Angriff ankommen oder es kann ihn triggern oder wie auch immer. Ich habe ein für alle Mal gelernt, das hängt nicht vom Sender ab, wie die Botschaft angenommen wird. Ich könnte auch jemanden beleidigen und es würde trotzdem nicht von mir abhängen, wie das beim anderen ankommt. Also was passiert? Ich habe ja das Thema Projektion angesprochen. Jetzt wird mir der Vorwurf gemacht, dass ich irgendwie rücksichtslos bin oder da jetzt nicht feinfühlig genug oder sonst was. Und ja, das war aber einfach nicht so. Also es passiert ständig und wenn man da mal so seine Wahrnehmung verschärft, also tu das mal, dann wirst du feststellen, dass Menschen das, was in ihnen als Problem herrscht, ganz oft versuchen, auf dich zu projizieren. Du bist ja so und so, ne? Oder sei doch nicht so und so. Und ja, das ist eine sehr, also da muss man sehr genau hinsehen und auch ehrlich zu sich selbst sein und sich mal fragen, okay, welchen Anteil davon habe ich wirklich in mir? Ist dieser Vorwurf tatsächlich gerechtfertigt? Und wie viel projiziert der andere gerade nur auf mich? Das kann ich natürlich genauso gut umdrehen und sagen, wo projiziere ich dann meine Fehler oder was ich nicht sehen will oder wie auch immer, wo projiziere ich das auf andere? Ja. Weil ja, das führt ja nur zu Streit letztlich. Also ich bin nicht, und das ist auch wieder so eine ganz klare Trennung, Mann, wir haben heute ganz viele wichtige Themen auf einmal, anscheinend soll das alles raus. Die Verantwortung, also die Responsibility, die liegt beim Empfänger dessen, was passiert. Das liegt nicht beim Sender oder im Außen. Du entscheidest, wie du auf das reagierst, was dir im Außen passiert. Und wenn dir erstmal klar geworden ist, dass du ein unendliches Potenzial an Reaktionsmöglichkeiten hast, wobei es ja nicht mal schlecht sein muss, vielleicht auch mal wütend zu reagieren, das ist ja gar nicht gesagt, das ist ja dann schon wieder der nächste Punkt. So, ne? Aber wenn du das erstmal verstanden hast, dann gibst du nicht dem Außen oder dem, der irgendwas bei dir triggert, die Schuld, sondern suchst das Problem in dir. Das ist nämlich der einzige Ort, an dem du die Dinge auch ändern kannst. Weil sonst wird es dir im Außen immer wieder begegnen. Und ja, und zwar so lange, bis du die Kraft, die Stärke in dir gefunden hast, das irgendwie umzuwandeln oder es durch dich durchlaufen zu lassen. Und das halte ich einfach für einen grundessentiellen Punkt, der, ja, was das Thema Selbstreflexion, Heilung angeht, also monumental wichtig, absolut super wichtig. Weil, ja, was bringen mir die ganzen, ich sag mal, Friedensaktivisten oder was weiß ich was, wenn sie den Frieden noch nicht in sich gefunden haben? Wenn die immer noch so mit erhobener Faust, wir müssen XY bekämpfen, das ist doch völliger Quatsch. Also das ist doch wieder, ne, genau der Punkt, wo die Leute eben nicht nach innen schauen. Ja, wir müssen noch gegen irgendwas kämpfen, Antifa zum Beispiel. Also allein schon der Name trägt es in sich, ich bin gegen etwas, ja. Diese Menschen sind nicht für etwas, sie sind gegen etwas. Und das ist eine suboptimale Einstellung. Ja. Und vor allen Dingen ist der Feind immer im Außen. Ja, genau. Es ist eine fortgeschrittenere Sichtweise, eine größere Sichtweise, das Problem erstmal bei sich zu
suchen, zu finden und auch nicht jede Projektion des anderen anzunehmen. Also nur weil mir jemand einen Vorwurf macht, heißt das noch lange nicht, dass das auch stimmt. Deswegen achte drauf, ist das eine Projektion, was der andere gerade macht? Soll ich jetzt gerade seinen Müll tragen und zwingt er oder sie mich jetzt gerade in eine Rolle hinein? Oder habe ich diesen Anteil wirklich in mir? Und da wünsche ich dir einfach nur, sei ehrlich zu dir selbst, weil, ja, also dich zu belügen bringt einfach nichts. Also, oder du wirst merken, dass es Schwierigkeiten bringt. Und es ist auch nichts verkehrt daran zu sagen, oh ja, stimmt, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. So, hey. Ja, ich hoffe, dass du viele neue Denkimpulse bekommen hast durch dieses Video. Ich würde mich natürlich über ein Like freuen und auch darüber, wenn du einen Kommentar dazu schreibst oder es vielleicht auch an deine Freunde und Bekannten weiterleitest, bei denen du der Meinung bist, für die könnte es relevant sein. Ja, und wie immer wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und viel Erfolg mit dem, was du hier mitgenommen hast.